worden ist, an Frau Hummel-Schröter, die zunächst das Wort ergreifen darf. Und in der Fraktionsrunde würde die AfD-Fraktion dann starten. Den Änderungsantrag, der hier vorliegt, Herr Dr. Schulte-Wissermann, wollen Sie den eingangs direkt vortragen? Dann wären Sie der Erste und könnten Ihren Änderungsantrag einbringen. Und dann kommen wir zur Gastrednerin und dann in die Fraktionsrunde. Bitte schön, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Warum bin ich jetzt hier vorne? Technisch gesehen, weil der federführende Ausschuss ein negatives Votum gemacht hat und es jetzt sozusagen ein wenig verwirrend ist, über was wir eigentlich reden und abstimmen. Deswegen möchte ich hier zu Beginn quasi, dass wir eine Basis haben, auf der wir dann diskutieren. Und deswegen stelle ich, Herr Oberbürgermeister, anders als ich es in meiner Mail geschrieben habe, den Umweltausschussbericht hier als Basis beantrage ich, dass das die Basis der Abstimmung ist. Noch ein paar Worte, was wir hier machen, auch für die, die draußen nicht so genau wissen, was ein Klimabeirat ist oder was wir heute beschließen. Der Klimabeirat, ich sage das immer so schön, ist eins von drei Dingen im Dreiklang, wie wir jetzt in Zukunft Dresden klimaneutraler und dann am Ende klimaneutral machen. Das Erste, was man dazu braucht, ist das integrierte Energie- und Klimakonzept. Das ist gerade in der Mache. Das wird hoffentlich bald beschlossen und da stehen Maßnahmen drin. Dann haben wir als Zweites in diesem Dreiklang den Klimastab. Das ist eine Stelle oder eine Stelle in der Stadt, die geschäftsbereichsübergreifend dann auch diese Umsetzung der Maßnahmen koordiniert. Und dann haben wir als Drittes, also der Klimakoordinationsstelle ist top-down, und dann haben wir bottom-up sozusagen den Klimabeirat, wo Stadträtinnen, wo die Wissenschaft mit dabei ist, aber auch die Wirtschaft und auch Menschen aus Initiativen wie BUND oder Fridays for Future und so weiter und so fort. Warum macht man das? Damit man im Klimabeirat A die Expertise hat und B auch die Multiplikatoren wieder raus. Ja, vom Handwerk muss ja auch irgendjemand sagen, jo, wir haben jetzt hier ganz viel zu tun, wir haben irgendwie wunderschön viele Wärmepumpen zu machen, tolle Sache, und dann muss aber das Handwerk natürlich auch seine Hausaufgaben machen. Deswegen ist es wichtig, dass dort halt aus verschiedenen Sektoren Menschen drin sind. Was ist bisher jetzt beim Klimabeirat geschehen, beziehungsweise was machen wir heute? Der Klimabeirat als eins von diesen drei Sachen ist schon bereits von diesem Stadtrat beschlossen worden. Der Klimabeirat, die Existenz des Klimabeirats steht schon in der Hauptsatzung drin. Das heißt, heute machen wir nur die Satzung des Klimabeirats, beziehungsweise wir umgangssprachlich die Spielregeln, wie der Klimabeirat funktionieren soll. Das heißt, heute machen wir keine Grundsatzentscheidung, sondern wir vollziehen nur das, was der Stadtrat letztes Jahr schon beschlossen hat, dass wir einen Klimabeirat einführen. Und ich hoffe, dass wir heute auf Grundlage des Umweltausschusses, dass wir da eine Mehrheit in diesem Stadtrat hinkriegen, denn, zumindest ist es meine Meinung, Herr Hilbert kann ja mir widersprechen, wenn er meint, wir haben den in der Hauptsatzung beschlossen. Das heißt, überhaupt keine Satzung zu beschließen, ist zumindest in meinen Augen keine Option. So, wir müssen quasi jetzt staatstragend sein, auch liebe CDU, und irgendwie das, was wir jetzt in langen, langen Diskussionen gemacht haben, auch beschließen und nicht wegen irgendwelchen Kinkerlitzchen jetzt böse sein und sagen, nein, ich habe keine Lust. Dankeschön, ich hoffe, wir kriegen heute eine breite Mehrheit zusammen und freue mich dann auf den Klimabeirat, denn wenn wir das heute beschließen, dann können schon sich die Menschen im Sommer bewerben und dann können wir sozusagen gelebte
mitwirken an der Klimatransformation, auch eine Schnittstelle zwischen Bürgerinnen und den Stadträtinnen und der Verwaltung, können wir das hier in gelebte Praxis überführen. Dankeschön. So, mal jetzt zum vereinbarten Rederecht. Frau Schröter, darf Sie bitten, Sie kennen sich ja schon aus, 5 Minuten Redezeit auch für Sie. Gut, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen im Stream. Vor kurzem wurde von der Stadtverwaltung das neue integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept vorgelegt. Dieses schlägt nun einen Weg vor, wie Dresden bis 2035 bzw. 2040 klimaneutral werden kann. Die Stadt steht damit vor einem der größten Transformationsprozesse der letzten Jahrzehnte. Es gilt, Herausforderungen zu bewältigen, aber auch Chancen zu nutzen, um Dresden fit für die Zukunft zu machen. Der ökologische Fußabdruck Dresdens muss verträglich werden mit den Freiheitsrechten junger und kommender Generationen sowie denen der Menschen in besonders von der Klimakrise betroffenen Ländern. Aufgrund dieser großen Aufgabe begrüßen wir es sehr, dass dieser Stadtrat die Einrichtung eines Klimabeirats beschlossen hat. Wir fordern, dass dieser Beirat schnellstmöglich die Arbeit aufnehmen kann. Wir fordern, Chance und Zweck dieses Beirats ist die Einbindung von Sachkundigen, etwa aus der Wissenschaft, Wirtschaft sowie der Zivilgesellschaft in klimapolitische Entscheidungen. Damit können bessere Entscheidungen im Sinne des Klimaschutzes, im Sinne der Zukunft und damit auch hin zu einer gerechten Ausgestaltung der Stadtpolitik getroffen werden. Wir, VertreterInnen verschiedener Umweltinitiativen, haben uns sehr über die öffentliche Diskussion zu den Satzungsentwürfen gewundert. In der Diskussion wurde um eine Ausgewogenheit der Interessen gestritten, explizit zum Beispiel zwischen Klimaschutz und Wirtschaft. Ich frage Sie, liebe Stadträtinnen, ob wir uns denn über den Zweck eines Klimabeirats einig sind. Dieser sollte doch grundsätzlich die Stadt dabei unterstützen, ihre Klimaziele einzuhalten, oder? Ich frage mich, ob zum Beispiel auch in einem Seniorenbeirat nach einer Ausgewogenheit gefragt wurde und geschaut wurde, dass nicht die Interessen der Seniorinnen und Senioren in dem Seniorenbeirat überwiegen. Natürlich sehen wir auch in dem Klimabeirat eine große Chance, eine breite Diskussion über verschiedene betroffene Interessenslagen zu führen. Diese ist absolut notwendig, um sozial gerechten Klimaschutz zu erreichen, der auf Akzeptanz in der Gesellschaft stößt. Aber in Bezug auf den Aspekt der Beteiligung möchte ich die Frage stellen, welche neuen Ressourcen können denn mit dem Beirat erschlossen werden? Für wen entsteht neue Beteiligung? Sie, liebe Stadträtinnen und Stadträte, betrifft das schon einmal nicht. Auch Vertreter der Sachsenenergie oder DVB, nein, die haben bereits kurze Wege zur Stadtverwaltung und sind in den Prozess einbezogen. Es ist vor allen Dingen die Zivilgesellschaft, deren Engagement und die Ressourcen mit dieser Beteiligung ernst genommen werden sollten. Nun regte sich gerade gegen Beiratsplätze für zivilgesellschaftliche Umwelt- und Klimainitiativen Widerstand. Ich möchte Sie, liebe Stadträtinnen und Stadträte, einladen, haben Sie keine Angst vor der für Klimaschutz engagierten Zivilgesellschaft. Haben Sie den Mut, mit uns ins Gespräch zu kommen. Honorieren Sie es, wenn Menschen sich über die Klimakrise informieren, sich organisieren und ehrenamtlich für Klimaschutz einsetzen. Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass es vor allem die jungen Menschen von Fridays for Future waren, die auf die Missstände in der bisherigen Klimapolitik hingewiesen haben. Ihr gemeinsamer Verdienst mit anderen Initiativen ist es, dass jetzt ein neues Klimaschutzkonzept für Dresden vorliegt. Dabei möchte ich auch darauf hinweisen, dass es viele unterschiedlich ausgerichtete Initiativen gibt, die sich in Dresden für Klimaschutz einsetzen. Am Ende sollten wir uns doch nicht fragen, wie dieser Klimabeirat politisch ausgerichtet ist. Wir setzen voraus, dass der Beirat die Stadt dabei unterstützen soll,
die Klimaziele einzuhalten. Die entscheidende Frage sollte doch sein, wie man mit diesem Beirat möglichst gut die vorhandenen Ressourcen in Dresden einbinden kann. Wir bitten Sie, bringen Sie den Klimabeirat auf den Weg und geben Sie den verschiedenen Initiativen, die sich tagtäglich für mehr Klimaschutz einsetzen, eine Chance der Beteiligung. Vielen Dank. So, und damit steigen wir ein, wie ich es gesagt habe, in die Fraktionsrunde. AfD beginnt und da Herr Wiedemann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürger. Satzung über den Klimabeirat steht auf der Tagesordnung. Mal abgesehen vom Grundsätzlichen brauchen wir noch ein Gremium, noch einen Beirat, der Themen diskutiert, um die sich bereits die Ausschüsse für Umwelt und Klima sowie Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Soziales und Wohnen kümmern. Verursacht der Beirat zusätzliche Kosten und weitere Bürokratie und verlangsamt städtische Planungen. Nun gut, er ist beschlossen. Als Zweck des Klimabeirats wird in der Satzungsvorlage angegeben, Zweck. Der Klimabeirat berät den Stadtrat, seine Ausschüsse und den Oberbürgermeister in allen Fragen des Klimaschutzes, der Anpassung an den Klimawandel in der Landeshauptstadt Dresden. Dazu gibt es heute bereits unzählbare Gesetze, Regelungen, Verordnungen im Bereich der Klima- und Umweltschutzbelange, die seitens der Landeshauptstadt Dresden bei jedem Projekt berücksichtigt und geprüft werden müssen. Schaut man sich die Aufgaben unter § 2, steht unter Punkt 1, dass die Klimaneutralität in der Landeshauptstadt bis 2035 erreicht werden soll und laut dem integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept Dresden wird das Jahr 2035 als kaum erreichbar angegeben und eher von 2040 und schon bis 2045 gesprochen. Wie die Ziele bis 2035 erreicht werden sollen oder was es kosten soll, steht größtenteils noch in den Sternen. Beispielsweise grüner Wasserstoff. Wann er kommt, wie der Transport ist, was kostet dieser? Dazu gibt es bis jetzt keine genauen Antworten. Unter Punkt 3 Absatz 2 steht, der Klimabeirat nimmt rechtzeitig vor der jeweiligen Beschlussfassung des Stadtrates Stellung zu Entwürfen, zu Änderungen und den grundlegenden Planungen und Programmen der Landeshauptstadt Dresden in den Emissionssektoren Energie, Mobilität und Wohnen sowie des Naturschutzes, insbesondere zum, dann kommen die ganzen Punkte, integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept, Teilplan Energie im Flächennutzungsplan, Verkehrsentwicklung 2025 plus und so weiter. Bei so einer Fülle von Aufgaben tagt der Klimabeirat ja länger als die Ausschüsse Bau, Umwelt und der Sozialausschuss zusammen. Da wird es nichts mit 4 Sitzungen im Jahr, auch wenn schon vorausschauend hier von mindestens 4 Sitzungen gesprochen wird. Wenn dann noch der Klimabeirat zu allen Punkten Stellung nehmen und Verschlimmbesserungen vorschlagen kann, werden Verzögerungen beim städtischen Bau- und Verkehrskonzept und wie schon gesagt weitere Bürokratie zunehmen. Darüber hinaus erachten wir die Auswahl der Mitglieder des Klimaschutzbeirates als ungenau und nicht ausreichend repräsentativ für die betroffenen nichtstädtischen Unternehmen und des Handels. Eine größere Bandbreite und angemessene Berücksichtigung dieser Akteure wäre aus unserer Sicht essentiell für die Arbeit des Gremiums wichtig. In Anbetracht dieser Bedenken lehnen wir die Satzung des Klimabeirates in der vorliegenden Form ab. Sind wir doch weiterhin bereit, konstruktiv an Lösungen zur Anpassung Dresdens an den Klimawandel, den es schon immer in der Erdgeschichte gab, mitzuwirken. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Deppe. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger auf der Tribüne und im Stream. Der Stadtrat hat diesen Klimabeirat im Januar 2023 beschlossen, vor mehr als einem Jahr. Und da wird es wohl so langsam Zeit, dass dieser Klimabeirat eine Satzung bekommt.
Der Weg zur Klimaneutralität Dresdens und zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels wird wohl die wichtigste Aufgabe für uns alle in den nächsten Jahren sein. Es geht um den kompletten Umbau unserer Energieversorgung. Es geht um eine weitgehende Umstrukturierung unserer Wärmeversorgung. Es geht um neue Formen der Mobilität und der Dekarbonisierung des gesamten Verkehrssektors. Es geht um die Anpassung an zunehmende Trockenheit und Hitzesommer. Und es geht um die Sicherung unserer Wasserversorgung. Das ist eine Fülle an Aufgaben und Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe. Und da wird es tatsächlich so sein, Herr Wiedemann, dass dieser Klimabeirat viel zu tun haben wird. Aber es ist sehr wichtig, dass der Stadtrat sich eben in allen diesen Fragen sachverständig beraten lässt, von der Wissenschaft, von Unternehmen und Verbänden, die Dekarbonisierung und Klimafolgenanpassung umsetzen müssen und von zivilgesellschaftlich engagierten Menschen und ihren vielen guten Ideen, wie wir sie eben auch in den zahlreichen Klimainitiativen in Dresden finden. Dafür ist der Beirat da und dafür braucht er eine Satzung. Und nun haben wir im Umweltausschuss und auch im AV lange debattiert darüber. Und da kam die CDU dann mit einem Vorschlag, dass dieser Beirat doch mehrheitlich aus Stadträtinnen und Stadträten zusammengesetzt werden sollte, sein sollte. Ja, was soll das? Wir brauchen eben die Sachkunde sachverständiger Bürgerinnen und Bürger und nicht die Stadträte, die eh in den Ausschüssen sitzen. Und man muss auch darauf hinweisen, ein Beirat ist kein beschließender Ausschuss. Die Entscheidungen werden weiterhin im Stadtrat getroffen werden. Nun hatten wir einen Satzungsentwurf der Verwaltung vorliegen und der zeigte doch in vielen Aspekten Mängel, insbesondere bei der Zusammensetzung des Klimabeirats, die mit diesem Satzungsentwurf doch relativ unklar und im Wagen blieb. Deshalb haben wir uns unter den Fraktionen von Bündnis 90 Grünen, Linken, SPD und auch Dissidenten verständigt, dass wir Änderungen daran vornehmen wollen, also einen Änderungsantrag gemacht. Und wir haben durchaus auch mit der CDU geredet. Es hat mehrere Gespräche mit der CDU gegeben und wir haben durchaus auch die Bedenken und die Wünsche der CDU, dass eben das, was der Klimabeirat diskutiert, doch auch untersetzt sein sollte mit Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit des Ganzen und zur Finanzierbarkeit des Ganzen. Diese Gespräche haben wir geführt. Aber schließlich hat sich die CDU dann doch eine Einigung verweigert. Und deshalb gibt es den interfraktionellen Antrag, so wie ihn dann auch der Umweltausschuss beschlossen hat. Es gibt also eine Beschlussempfehlung des Umweltausschusses, die eben Bedenken auch der CDU aufgenommen hat. Und die wollen wir hier heute zur Abstimmung stellen, denn wir denken schon, dass dieses eben ein sehr ausgewogener Satzungsentwurf ist. Insbesondere auch die Zusammensetzung dieses Klimabeirats ist sehr ausgewogen. Wir haben Vertreterinnen der Wissenschaft, wir haben Vertreterinnen von bürgerschaftlich engagierten Umweltverbänden, Klimainitiativen, und wir haben eben auch die Wirtschaft vertreten. Wir haben die großen Unternehmen, Sachsen Energie, DVB. Es wird dann aber eben auch Gelegenheit haben, bei denen, die dann zusätzlich gewählt werden können, das ist auch so festgelegt, Vertreterinnen der Wirtschaft dabei zu haben. Das steht ausdrücklich da drin. Und Handwerkskammer oder Industrie- und Handelskammer werden eben dann auch diesem Beirat angehören können. Das heißt, wir haben ein breites Spektrum, wir haben eine prima ausgewogene Zusammensetzung. Und von daher, denke ich, kann dieser Klimabeirat ein sehr gutes Instrument sein, um uns eben in den zukünftigen Jahren auf diesem schwierigen Transformationsprozess gut zu begleiten. Und deshalb bitte ich herzlich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Als nächstes CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die noch verbliebenen Gäste und die Menschen am Stream und wer immer sich noch dafür interessiert. Ja, das Ding mit dem Klima, mit der Erwärmung,
Das sollte uns allen ein Stück weit zu denken geben, aber es gibt eben unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich selber, jeder weiß das, bin von vornherein kein Freund von diesem Klimabeirat gewesen, weil, ich sage das mal ganz deutlich, aus meiner Sicht das wieder ein Gremium ist, was sich ein Stück weit mit Themen befasst, die sozusagen nie tatsächlich umsetzbar sind und mit dem Haushalt, der dann zum Schluss die Zwänge, die eine Stadt hat und auch die städtische Unternehmen haben, nichts gemein hat. Dennoch wollten wir uns diesem Thema nicht verschließen und signalisieren auch hier heute noch unsere grundsätzliche Bereitschaft, einen Klimabeirat zu unterstützen. Aber, das gehört zur Wahrheit, es hat sich auch über mehrere Wochen und Monate kein Konsens finden können bei den Inhalten. So einfach ist das. Und dass diese Satzung nicht beschlussreif ist, zeigt sich ja am heutigen Tag, ganz deutlich. Also noch zu Beginn der Veranstaltung wurde diskutiert, ob man den zwar ablehnenden Ausschussbericht Allgemeine Verwaltung, in dem dann doch noch wirtschaftliche Belange aufgenommen wurden, ob man den zur Abstimmung stellt. Und jetzt hat man kurzerhand den Umweltausschuss genommen, wo von dem, was wir als CDU eingebracht haben und wo wir unsere Vorstellung hatten, wo eigentlich davon nichts mehr stattfindet. Danke. Deswegen fällt es uns jetzt relativ leicht abzulehnen, weil das Thema für uns so nicht darstellbar ist. Es ist die Zusammensetzung des Gremiums, es ist die Ausrichtung als solche und es ist vor allen Dingen das Thema, dass die wirtschaftlichen Belange völlig außen vor bleiben. Denn eins ist Fakt, und das zeigen schon die ersten Diskussionen zum integrierten Energie- und Klimakonzept mit städtischen Beteiligungen und städtischen Unternehmen. Wer Klima- und Umweltschutz machen will und will was erreichen, der braucht nicht noch einen Beirat gründen, sondern der muss dafür sorgen, dass die entsprechenden Unternehmen entsprechende Mittel in den Haushalt einstellen. Und wer bis 2035 klimaneutral sein will, der muss in den nächsten Doppelhaushalt und in der nächsten Mittelfristplanung etwa die Hälfte der dafür nötigen Investitionen einstellen. Und das sehe ich derzeit nirgendwo machbar. Und deswegen sollten wir uns vielleicht auch mal alle ein Stück weit wieder der Realität widmen. Und deswegen werden wir das hier heute auch ablehnen. Aber wie gesagt, wenn man vielleicht in der neuen Legislatur eine Lösung findet, wie man eine sinnvolle Satzung machen kann, werden wir gern wieder in die Diskussion gehen. Danke. So, als nächstes Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen auf der Empore, obwohl es jetzt nicht mehr so viele sind, und liebe Menschen zu Hause am Stream oder auch die, die es nachhören. Ein Klimabeirat ist schon Anfang 2023 beschlossen worden. Ein Klimabeirat, wie andere Beiräte auch, braucht, um ins Arbeiten zu kommen, eine Satzung. Über die haben wir im Umweltausschuss gemeinschaftlich umfassend diskutiert. Und ja, Herr Böhm, es sind einige Vorschläge der CDU dort mit gemeinschaftlich aufgenommen worden. Das trifft zum Beispiel auf die Aufgaben zu. Da wurde gestrichen, der Kulturentwicklungsplan, ja, geht vielleicht ein bisschen weit. Und da wurde auch gestrichen, wo wir gesagt haben, okay, das, so weit muss man nicht gehen, das Digitalisierungskonzept. Wenngleich ich persönlich sage, im Digitalisierungskonzept steckt auch viel Klima mit drin. Aber okay, haben wir gesagt, gut, streichen wir mit raus. Der Klimabeirat ist ein Gremium für uns als Stadträtinnen und Stadträte, als Stadtrat als Ganzes, der beratend tätig ist, der vor allen Dingen externen Sachverstand in die vielfältigen Bereiche, die alle von der Auswirkung des Klimawandels betroffen sind, einbringen kann. Und ja, das sind tatsächlich fast alle Bereiche, brauche ich jetzt gar nicht zitieren, von A
bis M in den Aufgaben festgehalten. Und dass dazu alle Aufgaben der Klimawandelanpassung dazugehören, ist wohl klar. Mit dem Klimabeirat schaffen wir uns ein Gremium, das uns durch externen Sachverstand besser befähigt, effektiven und gerechten, sozial gerechten Klimaschutz in Dresden zu realisieren. Zu diesen sach- und fachkompetenten Personen. Dazu gehört, liebe CDU, das möchte ich noch mal betonen, natürlich die Wissenschaft, zum Beispiel der TU, natürlich die Wirtschaft und kommunale Unternehmen, aber eben genauso wie Vertreterinnen von Umweltverbänden wie BUND und NABU, aber auch von Umweltinitiativen wie Fridays for Future, Dresden Zero oder Pinke Hände. Pinke Hände, deren Gründer kürzlich, nämlich am 11. Januar diesen Jahres, im Rahmen des Neujahrsempfanges des Bundespräsidenten für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet wurde. Diese Ehrung zeigt, so denke ich auch, die wachsende Bedeutung solcher scheinbar kleiner Initiativen für nachhaltiges Handeln im Sinne sozial gerecht gestaltenden Umweltschutzes. Die Breite des Sachverstandes macht die Bedeutung des Beirates als Basisinitiative aus. Wir haben im Umweltausschuss, so denke ich, einen guten Kompromiss für die Satzung des Klimabeirates gefunden. Deshalb stehen wir dahinter, hinter diesem Beschlussvorschlag des Umweltausschusses und bitten Sie um Ihre Zustimmung, damit der Beirat mit Punkt heute endlich ins Arbeiten kommen kann. Dankeschön. So, als nächstes die SPD-Fraktion, Herr Engel. Das ist echt ein bisschen laut hier. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schaffen hier heute vielleicht ein neues Gremium und das ist eine Sache, da sollten wir als Stadtrat natürlich immer kritisch drauf schauen. Ist es notwendig, leistet ein solches Gremium wirklich einen sinnvollen Beitrag? Aus unserer Sicht ist das tatsächlich beim Umweltausschussvotum der Fall und dem werden wir hier heute auch gerne zustimmen. Um was geht es eigentlich, wenn wir Beiräte neu bilden oder wenn wir insgesamt Beiräte befassen? Es geht ja nicht darum, dass wir als Stadtrat Dinge komplett abgeben, dass wir unsere Entscheidungsgewalt, unsere, ich sag mal so, auch Abwägungsgewalt, dass wir eben entscheiden müssen, wohin gehen eben finanzielle Ressourcen, wohingegen gehen sie eben nicht, dass wir das aufgeben. Dafür sind Beiräte nicht da. Beiräte sind in erster Linie auch dafür da, uns Impulse zu geben, uns zum Nachdenken zu bringen, externen Sachverstand reinzuholen, Prozesse zu befruchten, vielleicht auch Diskussionen anders zu führen, als wir sie in den wie auch immer groß geratenen Ausschüssen vielleicht manchmal auch führen können. Darum geht es in Beiräten, das tatsächlich hinzubekommen und dort tatsächlich auch Dinge mitzunehmen, die man dann eben auch zum Beispiel in einem Stadtrat auf einer ganz anderen Ebene auch noch diskutieren kann. Und dementsprechend war unserer Fraktion auch bei der Diskussion über den Klimabeirat immer eine Sache sehr, sehr wichtig, eben dass die fachlichen Perspektiven, Interessenverbände, dass die tatsächlich ein sehr, sehr großes Gewicht in diesem Gremium haben und dass das Gremium aber dann auch trotzdem nicht zu groß wird, sondern dass es handhabbar bleibt, dass die Diskussion dort auch in einem sinnvollen Rahmen auch stattfinden können. Und die Expertinnen und Experten können da, glaube ich, uns sehr, sehr viele kluge Impulse geben. Sie werden aber natürlich auch nicht alles regeln können. Sie haben jetzt auch nicht Einblick in alle Details, die wir manchmal als Stadträtinnen und Stadträte auch mit unseren besonderen Rechten auch haben, wenn es eben zum Beispiel um solche Sachen wie Finanzen auch geht. Da haben wir als Stadträtinnen und Stadträte einen Vorteil und das merken wir ja auch regelmäßig bei Haushaltsverhandlungen. Und dementsprechend war für uns auch immer so ein kritischer Punkt, wenn man diesen Klimabeirat zu stark auflädt, auch mit anderen Fragen und dort de facto den Umweltausschuss auch schon vorne wegnimmt, im besten Fall auch noch sagt, okay, die sollen auch zu allem noch Deckungsvorschläge machen, wo ich mir immer ernsthaft die Frage gestellt habe, wie sollen eigentlich die extern gewählten Vertreterinnen und Vertreter, die bei vielen Details nicht die Einblicke haben, wie wir sie als Stadträtinnen und Stadträte haben, weil ihnen die Informationen nicht zugänglich sind, weil die Informationen nicht öffentlich sind. Wie sollen die eigentlich gut begründete Deckungsvorschläge machen? Wie soll das eigentlich in der Praxis funktionieren? Und warum haben wir das eigentlich in den ganzen anderen Beiräten nicht formuliert? Dort steht es nämlich auch nicht drin.
in den entsprechenden Satzungen, sofern welche vorhanden sind. Dementsprechend ist das aus unserer Sicht ein sehr, sehr ein guter Kompromiss, mit dem wir auch mitgehen können. Und ich will an der Stelle auch sagen, wir sind hier sehr große auch Kompromisse schon eingegangen Richtung CDU. Die Kämmerei wird jetzt beteiligt. Das war eine Forderung von Ihnen. Wir haben jetzt auch die Formulierung drin, dass der Beirat natürlich die finanziellen Auswirkungen im Blick haben muss, die seine Entscheidungen oder zumindest seine Vorschläge machen. Stand bei Ihnen drin, ist jetzt hier enthalten. Und wir haben auch aufgenommen, dass der Beirat sich definitiv erst zur neuen Wahlperiode konstituiert. Da all das ist enthalten. Die Differenz zwischen dem AV-Votum und dem UK-Votum, Herr Böhm hat ja gerade ein ganz, ganz großes Bild an die Wand gemalt, ist minimal. Sie besteht nämlich meinem Kenntnisstand nach aus genau einer Formulierung. Es geht nämlich um die Deckungsvorschläge. Und da ist es schon ein bisschen dreist, sich hier vorne hinzustellen und zu sagen, alles ganz schlimm, aber dem AV-Votum, dem hätten wir ja zugestimmt. Es geht am Ende um einen Satz. Das ist einfach dreist und das wird der ganzen Sache nicht gerecht. Und da will ich am Ende auch mal sagen, wenn Sie das nicht wollen, das hätten Sie sich bei der Hauptsatzungsänderung damals überlegen müssen. Wir als SPD-Fraktion haben dem damals nicht zugestimmt, weil es ja ein Teil eines etwas umfassenderen Pakets war, aber Sie haben dem zugestimmt. Dann stehen Sie doch jetzt einfach dazu und tragen Sie es jetzt hier auch mit, wenn Ihnen das damals so wichtig war. Sie können sich natürlich auch einfach vom Acker machen, einfach sagen, es war damals ein machtpolitisches Instrument. Das ist in der Politik legitim. Ob es wirklich sachgerecht ist, da würde ich ein ganz großes Fragezeichen dran machen. Ich würde darum bitten, dass wir die Vorlage hier in der Umweltausschussfassung heute auf den Weg bringen. Danke. So, damit wer als nächstes die FDP in der Reihe verzichtet. Freie Wähler, freie Bürger verzichten. So, dann sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Redner, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, die CDU, eine ehemals staatstragende Partei. Ich habe da schon öfters dazu Stellung genommen hier, ja, Herr Dr. Brauns. Ich hoffe, dass wenn Sie nachts schweißgebadet aufwachen, dass Sie dann mir heimlich zustimmen, dass Sie das jetzt hier nicht machen können, ist mir klar. Ich will einfach noch ein bisschen aus dem Nähkästel plaudern. Als im Januar 2023, es wurde ja schon darauf hingewiesen, als dann im Januar 2023 diese Entscheidung anstand. Und es wurde ja auch gesagt, was der Hintergrund war. Der Hintergrund war der Beigeordnetenstreit. Und wir haben damals unsere Stimmen geliehen zu dem Vorschlag der Moderatoren. Und wir haben da, ich sag mal, politisch eingetauscht, dass es diesen Klimabeirat gibt. Und ich weiß noch, ich glaube, es war es der Herr Kaden, ich weiß es nicht, der dann kurz 5 Minuten vor der entscheidenden Sitzung auf mich zueilte und sagte, ja, aber der Wirtschaftsbürgermeister muss auch noch in die Stabsstelle beim Oberbürgermeister rein. Da habe ich gesagt, ja, Herr Kaden, machen wir, fügen wir ein. War ja klar, dass Herr Pratzka das wird. Ich weiß nicht, ob er diese Aufgabe jetzt schon für sich angenommen hat. Dann haben wir noch mal extra dann irgendwie den Wirtschaftsbürgermeister dort eingefügt. Herr Kaden schüttelt den Kopf, aber ich weiß, es war so. Er weiß davon gar nichts, umso schlimmer. Ja? Also damals, das war für Sie ein ganz wichtiges Thema, dass bei dieser Stabsstelle beim Oberbürgermeister zentrale Klimaschutzstrategie, die er im Übrigen bis heute nicht eingerichtet hat, so viel auch zur Handschlagsfestigkeit des Oberbürgermeisters, da war es Ihnen ganz wichtig, dass der Wirtschaftsbürgermeister mit reinkommt. Okay, haben wir gemacht. Ich finde es aber auch schon frech, was jetzt der Herr Böhm hier wieder vorgetragen hat. Der Herr Engel hat es zu Recht gesagt. Ich möchte es mal ein bisschen konkret machen. In Paragraph 2 Absatz 4 Satz 2 der Fassung des Umweltausschusses steht wie folgt drin. Die Stellungnahmen des Klimabeirats sollen auch, Zitat, eine Darstellung absehbarer und abschätzbarer Finanzauswirkungen enthalten, um dem Stadtrat Entscheidungen zur möglichst effektiven Mittelallokation zu erleichtern. Ja, genau darum geht's. Das heißt, im Grunde sind die wirtschaftlichen Erwägungen vollkommen mit integriert. Ich sage auch mal, sie sind eigentlich schon dadurch integriert, dass wir Unternehmen wie Sachsen Energie, DVB und andere Unternehmen auch schon in den Klimabeirat integriert haben. Ich frage mich auch oft, versteht es die CDU einfach nicht? Ich meine intellektuell oder was steht dort eigentlich dahinter? Der Klimabeirat ist kein Entscheidungsgremium. Er ist ein Beratungsgremium. Punkt.
Das heißt, alle Entscheidungen fallen weiter im Umweltausschuss, im Klimaausschuss oder im Stadtrat oder der OB trifft sie bei den Geschäften der laufenden Verwaltung. Und ich habe das auch immer nicht gut gefunden, dass im Vorschlag der Verwaltung die Themen, mit denen sich der Klimabeirat zwingend zu befassen hat, so aufgebläht waren. Natürlich ist es völlig richtig, da den Kulturentwicklungsplan und meinetwegen auch den Digitalisierungsplan dort rauszunehmen. Meines Erachtens hätte man das noch viel weiter entschlacken müssen. Und der entscheidende Punkt, und das fand ich wieder so bezeichnend, in dieser Satzung ist nämlich der Paragraph 2 Absatz 3. Und da steht es nämlich drin, der Klimabeirat nimmt auf Anforderung des Stadtrates einer seiner Ausschüsse oder des Oberbürgermeisters zu bestimmten Einzelfragen Stellung. Das heißt, die Konstruktion ist die folgende. Der Ausschuss macht seine Arbeit, die Stadtverwaltung macht die Arbeit. Und wenn Sie dann mal zu einem ganz spezifischen Frage ein Problem haben und sich beraten lassen wollen, dann soll sie den Klimabeirat beauftragen. Das heißt, der Stadtrat hat es in der Hand, wie viel dort angeblich Bürokratie gemacht wird oder nicht gemacht wird. Sie bauen hier einen Popanz auf, weil sie Klimaschutz grundsätzlich nicht wollen. Und das ist aus meiner Sicht der Kern der Debatte. Denn es ist ja nicht nur der Klimabeirat, die sich seit anderthalb Jahren verzögern. Es ist auch die Begrünungssatzung, es ist auch die Stellplatzsatzung, es ist auch jetzt das IEK, also diese absurden Debatten, die Herr Böhm über die Anhörung des IEK hier vom Zaume gebrochen hat. Nein, meine Damen und Herren, die CDU möchte einfach keinerlei Beschlüsse fassen, die auch nur irgendwie entfernt aussehen, als ob sie irgendetwas mit Umwelt, mit Klima oder mit Verkehrswende zu tun haben. Das ist der eigentliche Grund. Und sie machen das, ich wiederhole es gerne, weil es einfach die Wahrheit ist. Die CDU gibt sich als sachlich orientierte Partei aus Angst vor der AfD auf. Sie begeht politisch Selbstmord. Und ich nehme an, sie wird die Quittung am 9. Juni dazu auch erhalten. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen. Zunächst Herr Dr. Tippe, dann Herr Aschenbach. Machen. Hört man mich? Also, ich kann das hier vom Platz machen, weil Herr Lichti hat die wesentlichen Dinge gesagt, auf die es mir jetzt auch nochmal ankam. Also die Klima oder die Satzung regelt klar die Tätigkeit des Klimabeirates und es ist eben, muss nicht so ausufernd sein, wie das vorhin dargestellt worden ist. Und vor allen Dingen ist es, ich bitte wirklich die CDU, dass sie diese Mehr, die sie hier verbreiten, dass eben die wirtschaftlichen Auswirkungen der Dinge, die dort besprochen werden, nicht berücksichtigt werden, dass sie diese Mehr nicht weiter verbreiten. Also das sind wirklich Fakes, die sie dort verbreiten. Herr Lichti hat den entscheidenden Satz gerade auch noch mal zitiert. Und von daher kann man wirklich nur sagen, genau das wird auch von diesem Klimabeirat berücksichtigt, dass eben die finanziellen Auswirkungen der Entscheidungen und Empfehlungen in die Voten des Klimabeirats eingehen. So, jetzt Herr Aschenbach. Satzung über den Klimabeirat der Landeshauptstadt Dresden. Klimabeiratssatzung. Im Januar 2023 beschloss dieser Stadtrat per Hauptsatzung, dass ein sogenannter Klimabeirat zu gründen sei. Damit das geschehen kann, muss nun eine Satzung mit den Modalitäten des Beirats beschlossen werden. Schuld daran ist die verblichene Dissidentenfraktion, die drei ihre Stimmen im damaligen Gebalk um den Bürgermeisterposten gegen den Klimabeirat tauschte. So funktioniert sie, die Politik. Ich habe nicht mitgemacht. Warum? Weil ich nur ungern dem Bumbatz hinter mir eine Legitimation für sein unziemliches Treiben gebe und schon gar nicht noch mehr Macht. Was dabei rauskommt, wenn der einzige Posten, der neben dem Oberbürgermeister ein bisschen Macht hat, nämlich die über die allmächtigen Finanzen, auch noch vom völligen Oberbürger gefüllt wird, lässt sich in drei Worten zusammenfassen. Haushaltssperre forever. Das ist kein Beirat wert. Denn genug vom Dickproblem dieser Stadt hin zum globalen Übel, dem Klima und seinem Dresdner Beirat. Bei all dem Geblubber, Gezerre und Getöse um den Beirat und dessen Satzung könnte man meinen, dass dieser von Bedeutung sei. Ist er nicht.
Er ist ein weiteres machtloses Beruhigungsgremium, in dem zivilgesellschaftliches Engagement, die ein oder andere Expertise und jede Bestrebung von Teilnahme und Veränderung eingefangen, ausgebremst und schlimmstenfalls abgetötet wird. Selbst wenn es anders wäre und die organisierende Verwaltung voller Tatkraft und Wohlwollen ein Musterbeispiel an konsensualer, multiperspektivischer und wirkungsvoller Klimarettungsplanung aus dem Sitzkreis presste, würde jedes noch so gute Ergebnis durch die vorgeblich unumstößlichen Notwendigkeiten des laufenden Geschäfts gefressen, am Haushalt verrecken oder im verblödeten Politschauspiel des Stadtrats völlig sinnentleert werden. Denn der Klimabeirat ist vor allem eines, und hier zitiere ich eine nicht näher benannte Grüne, für die Öffentlichkeit. Der Satzung stimme ich zu, sollen Sie es versuchen, vielleicht irre ich mich ja, ein bisschen Klimarettung ist es immer wert. So, als nächster Redner Herr Böhm. Tja, was sagt er nun? Nachdem ich ja nun mehrfach und auch die Fraktion angesprochen wurde, nochmal zwei Dinge zur Klarstellung. Das, was der Kollege Lichti hier zum wiederholten Mal behauptet, dass die CDU sich nie für Klima- und Umweltschutz und für eine Änderung im Verkehrsverhalten und für Dinge, die zukunftswichtig sind, einsetzt und dass das Problem mit der Wärme und dem Klima uns fremd wäre, das ist eine Lüge und eine Fehlbehauptung. Wir haben halt nur eine andere Sicht, sehen einen anderen Weg. Und das müssen Sie einfach akzeptieren. Und wir sehen auch, dass in dieser Satzung Dinge gefordert oder eingerichtet werden sollen, denen wir so nicht zustimmen können. Und vielleicht noch ein anderer Punkt. Ich glaube, der Kollege Deppe hat es vorhin gesagt. Man würde ja auf die finanziellen Auswirkungen Rücksicht nehmen, etc. Ich möchte da nur an den runden Tisch Klima erinnern. Die Sachsen Energie hat vehement vorgetragen, was es bedeuten würde, statt 2040, 2035 klimaneutral zu werden. Ich glaube, ich vermag mich daran erinnern, es waren über 2 Milliarden Euro Differenz. Das hat in dem Bereich des runden Tisches den Bereich der Klimaaktivisten etc. null interessiert. Null interessiert. Und deswegen muss es ganz klar sein, wenn in so einer Satzung Dinge beraten werden, müssen finanzielle Aspekte eine Rolle spielen. Sonst funktioniert das nicht und die Ergebnisse nützen niemandem etwas. Danke. So, es gibt weitere Wortmeldungen. Herr Genschmer und dann Herr Lichti. Eins, zwei, ja. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen und Kollegen. Wir wollten eigentlich nicht viel sagen zu dem Thema, aber ich habe so in den letzten Jahren mitbekommen, dass ja Klimaschutz alle angeht und uns das alle betrifft. Was ich jetzt aus dem rot-rot-grünen Lager mitkriege, ist, dass die ja, um den Klimaschutz voranzutreiben, nur mit der CDU reden und ein Drittel des Stadtrats von FDP, AfD und Freie Wähler ausgrenzen. In die Diskussion gar nicht, Herr Dr. Deppe, Sie hatten ja gesagt, Sie haben mit der CDU geredet und gekämpft und sowas. Aber Sie wollen ja gar nicht alle mitnehmen für das Thema. Und das zeigt, wie sehr und die Diskussion jetzt, wie Sie sich auf die CDU, auf die grüne CDU jetzt einschießen und die nicht ganz so mitmacht, wie Sie wollen in dem Thema mal. Da sind die auch schon wieder die Bösen. Und da merkt man, wie sie mit Demokratie umgehen, weil sie wollen nur, dass ihre Meinung, und die soll auch in ihrem Ausschuss genau mit ihren Fachleuten besetzt werden. Sie wollen nur ihre Fachleute, andere Meinungen akzeptieren sie gar nicht. Und das hat diese Diskussion wunderbar gezeigt. So, jetzt Herr Lichti, dann Herr Schmählich. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kollege Böhm, ich freue mich ja, dass wir hier dann mal jetzt eine Debatte vielleicht dann doch zu wesentlichen Fragen führen können. Sie haben den runden Tisch Klima bei der Umweltbürgermeisterin angesprochen. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Dieser runde Tisch Klima
ist eben nicht ein Klimabeirat, weil er überhaupt nicht legitimiert war. Da hat die Umweltbürgermeisterin gesagt, naja, ich lade mir mal ein paar Leute ein am Tisch, da gab es keine klare Satzung, da gab es keine klaren Zuständigkeiten, ich bespaße mal die Leute von oben. Das war die Idee des sogenannten Runden Tisch Klima. So, deswegen, Sie können diesen Runden Tisch Klima und was dort passiert ist oder wie dort agiert wurde, aber gerade nicht mit einem förmlichen Klimabeirat mit festgelegten Aufgaben und Zuständigkeiten vergleichen. Und ich habe mich deswegen mal gemeldet, weil Sie gesagt haben, ja, damals hätte ja die Sachsen-Energie vorgetragen, der Unterschied zwischen 35 und 40 wären 2 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen. Wir haben diese Debatte im Dezember geführt über das sogenannte Dekarbonisierungskonzept der Sachsen-Energie. Und ich habe damals, und leider hat es wenig Widerhall gefunden, auch keinen sachlichen Widerhall, keinen sachlichen Widerspruch, habe ich damals mich bemüht, und es ist auch in dem Antrag der damaligen Dissidentenfraktion eben ausführlich niedergelegt, Herr Böhm, habe ich mich ausführlich darum bemüht, klarzumachen, warum diese finanziellen Annahmen der Sachsen-Energie auf mehr als tönernen Füßen beruhen. Und leider hat dazu dieser Stadtrat und auch in dieser Stadt bisher keine Debatte stattgefunden. Wenn wir jetzt dazu hier nochmal dazu zurückkommen, dann freut mich das sehr, weil dann sind wir nämlich endlich am Pudelskern, dass die Sachsen-Energie in ihrem sogenannten Dekarbonisierungskonzept, was jetzt auch die sogenannte Klimabürgermeisterin auch übernommen hat, im Grunde eigentlich mit falschen Zahlen spielt, bewusst die Dekarbonisierung schlecht rechnet und bewusst die anderen Dinge gut rechnet. Deswegen, diese Debatte führe ich sehr gerne. Und ich sage mal so, der Klimabeirat mit seinem Sachverstand wäre dann auch in der Lage, das endlich mal kritisch zu hinterfragen und mal zu einer echten Einschätzung zu kommen, was eine Dekarbonisierung jetzt wen in Dresden auch was konkret kostet. Meine These ist, es wird mit dem Festhalten an der weiteren Erdgasverbrennung, wird es für die Dresdnerinnen und Dresdner riesig viel teurer werden, als wenn wir endlich mal in eine echte Dekarbonisierung einsteigen und uns nicht nur mit so einem Popanz, wo Dekarbonisierungskonzept oder IEK draufsteht, begnügen würden. Vielen Dank. So, und nun Herr Schmelich. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich nochmal zu Wort gemeldet, um der Debatte vielleicht auch nochmal einen weiteren Aspekt hinzuzufügen. Das Thema Klimabeirat, das kann man gerne nachlesen, ist eine Idee, die zu Beginn dieser Legislaturperiode in der Fraktion, der ich damals angehörte, diskutiert wurde, von mir auch selber in einen Satzungsentwurf mit vorgeschlagen worden. Warum denn? Nicht um irgendwelche Beruhigungspillen zu schaffen, sondern weil zunehmend die Menschen in dieser Stadt und nicht nur in Dresden natürlich besorgt sind über das, was auf uns zukommt. Und was macht man denn in einer klugen Politik, wenn es ein gesellschaftlich relevantes Thema gibt, dann versucht man auszuhandeln mit der Zivilgesellschaft, was geht und was geht nicht. Und das ist Partizipation und das ist die Grundlage von Demokratie. Und diejenigen, die sich so gerne hier hinstellen und von wir sind im Volk und von der Mehrheit reden, klammern das aus und wollen diejenigen Menschen, die sich engagieren, nicht am gemeinsamen Tisch sitzen haben. Und so ist der Klimabeirat nicht nur ein Fachgremium, das beraten kann, sondern auch ein Gremium, in dem gesellschaftliche Konflikte, gesellschaftliche Ideen, gesellschaftliche Sorgen einer Zivilgesellschaft, einer Stadtgesellschaft eine Rolle spielen. Und von daher verstehe ich natürlich auch die CDU und die AfD, das wollen sie nicht, weil sie auch keine Lösung haben, weil sie nur wissen, wie es nicht gehen soll, statt im Grunde genommen sich konstruktiv in diesen Dialog zu stellen. Und was für ein Zeichen gibt dieser Stadtrat oder gäbe dieser Stadtrat, ich wähle noch mal ganz bewusst optimistisch den Konjunktiv, gäbe dieser Stadtrat, wenn er heute sagt, wir haben zwar einen Klimabeirat beschlossen in der Hauptsatzung, aber wir sagen nicht, wie er werden soll.
Was ist das für ein Signal an die Dresdner Zivilgesellschaft, an die Menschen, die hier Tausende von Unterschriften gesammelt haben, an Fridays for Future, die mit vielen, vielen, vielen engagierten Menschen hier auf den Straßen sind? Der Stadtrat sagt mehrheitlich, ihr seid uns Schnuppe. Und das ist doch ein interessantes Signal im Übrigen vor dem Hintergrund des 9. Juni. Aber es wäre eine Blamage für diesen Stadtrat. Deshalb geben Sie sich einen Ruck und bringen Sie heute den Klimabeirat auf den Weg. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, dann ist erstmal die Rednerliste abgearbeitet und insoweit könnten wir in die Beschlussfassung eintreten. Es ist beantragt worden als Abstimmungsgrundlage, den Ausschussbericht Umwelt zu nehmen. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. (Kommt) 36 Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Und jetzt stimmen wir über den Umweltausschussbericht ab. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. (Kommt) 36 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit so beschlossen. Das bringt uns zum nächsten Tagesordnungspunkt.